Ja, wir wollen noch weitere neu gewählte Mitglieder des Bundesvorstandes kennenlernen. Und ein neu gewählter Beisitzer ist Marc Jongen, stellvertretender Landessprecher aus Baden-Württemberg. Man bezeichnet Sie ja öfter auch mal als Chefideologen der Partei. Wenn das jetzt für Sie nicht ehrenrührig ist, erwähne ich das. Ist denn die AfD jetzt nach Ihrem Eindruck, was die Wahl angeht, auch was die politischen Pflöcke angeht, die jetzt da eingeschlagen werden sollen, auf dem richtigen Weg? Also erstmal, Chefideologe ist natürlich ein Etikett, das einem so aufgeklebt wird, da kann man sich nicht dagegen wehren. Also ich lege wirklich keinen Wert auf diesen, ja, auf diesen Titel. Ich glaube, dass wir hier schon die richtigen Signale setzen. Wir sind natürlich jetzt in einer schwierigen Phase unserer Partei. Das zeigt auch die Berichterstattung, die Themen, die das Geschehen bestimmt haben in letzter Zeit, sprich Corona und jetzt die Ukraine-Krise. Das waren nicht die klassischen AfD-Themen. Ich glaube, dass wir da auch sehr richtige Positionen bezogen haben, uns gegen die Corona-Maßnahmen gestellt haben, jetzt auch skeptisch waren gegenüber den Waffenlieferungen in die Ukraine. Aber das sind nicht so die Themen, die in unserer Partei jetzt vollkommener Konsens sind. Auch wir hatten da durchaus Diskussionen und sie sind im Moment schwer zu vermitteln an die breite Bevölkerung. Aber ich denke, das wird sich auch in nächster Zeit zeigen, dass wir auch damit recht behalten werden. Aber man kann sich die Themen ja auch nicht aussuchen. Und wer Volkspartei ist oder werden will, der muss natürlich auch auf jedes Thema eine Antwort wissen. Bei Corona hatte man das Gefühl, und nicht nur das Gefühl, Sie haben sich mit der Querdenker-Szene verbunden. Es wird der AfD immer wieder unterstellt, sie sei viel zu russlandnah, viel zu Putin-freundlich. Muss sie da noch eine andere klarer machen, wo sie eigentlich hin will? Gerade auch, wenn sie zum Beispiel politisch anschlussfähig sein will? Nein, wir haben uns, glaube ich, in beiden Fällen auf einen Mittelweg geeinigt und wir haben eine vernünftige Position der Mitte angenommen. Unsere Position ist nicht identisch mit der der Querdenker, aber wenn sich da so eine Bürgerbewegung sammelt auf der Straße, dann sind wir natürlich nicht dafür verantwortlich. Wir haben das nicht geschaffen und wir können uns auch nicht tagtäglich davon distanzieren. Wir gehen unseren Weg. Wir haben gesagt, was wir für falsch halten an diesen Maßnahmen. Und wenn von Querdenkerseite da einzelne Positionen ebenso klingen, aber doch ins Radikale übersteigert, das liegt dann nicht in unserer Kontrolle. Und genauso ähnlich ist es auch im Ukraine-Konflikt. Auch da ist unsere Position eigentlich sehr ausgewogen. Und vielleicht könnten Sie auch mal Vertreter von uns öfters in eine Talkshow oder in ein Interview dergleichen einladen. Und dann hätten wir etwas mehr Gelegenheit, unsere differenzierten Positionen auch darzulegen. Also wir haben eine ganze Reihe von führenden AfD-Mitgliedern eingeladen in diesem im laufenden Kalenderjahr. Aber wir haben Sie im Auge und es gibt ja auch viele Dinge, die gerade mit der AfD auch gut zu diskutieren sind. Gibt es in der AfD ein Streben nach Harmonie nach den Jahren des Zwists und der Entzweiung, kann man das so sagen? Ja, ich glaube schon, das sieht man auch hier. Wir haben längst nicht mehr diese großen Kampfkandidaturen, wie wir diese in den Anfangsjahren hatten. Natürlich gibt es auch Kandidaten, die gegeneinander antreten, aber das hält sich in einem vernünftigen Rahmen, wie es in einer reifen Partei dann auch der Fall sein sollte. Und wir gehen diesen Weg der Reifung, dieses Wort vom gärigen Haufen, das ist schon zu oft zitiert worden. Aber ich denke, man kann darauf verweisen und sagen, wir bewegen uns jetzt da heraus und werden zu einer gereiften Partei. Da könnte allerdings der Schritt vom gärigen Haufen zum langweiligen Haufen relativ kurz sein. Sehen Sie da die Gefahr, dass sie dann die AfD das verliert, was sie bisher ausgemacht hat, nämlich eine gewisse Streitlust und auch versucht hat, verschiedene Positionen zu vereinen, selbst wenn das zum Teil chaotische Zustände nach außen vermittelt hat? Ich sehe, den Medienvertretern kann man es nicht so wirklich recht machen. Streiten wir zu viel, sind wir nicht regierungsfähig. Streiten wir zu wenig, dann sind wir gleich langweilig. Nein, das kann ja nicht die Alternative sein. Wir sind eine immer noch sehr, sehr junge Partei. Und seriös zu werden, ja, und das sind wir aus unserer Sicht schon weitestgehend, das muss unser Ziel sein und natürlich gehen wir diesen Weg weiter. Langweilig wird es in der Politik garantiert nicht, dafür sorgen schon die Themen und unsere Position ist immer noch die oppositionellste in sehr vielen Fragen, fast allen Fragen im deutschen Parteienspektrum. Also mir müssen Sie es nicht recht machen, ich habe trotzdem nach Streit und Harmonie gefragt. Soweit Marc Jongen, neu gewählter, frisch gewählter Beisitzer im Bundesvorstand der AfD. Bedanke mich für das Gespräch. Ich danke Ihnen.